Ich habe kurz mal anpusten, kurz einmal den wieder niederlassen, ja. So Leute, wir sind gerade am Streamen und wir haben da einen Vorschlag bekommen von jemandem, das Video von Nico Slowmo zu gucken, Anleitung, warum so viel Rauch mit dem Hukain Litlab. Übrigens, die Streams meistens dienstags, donnerstags und sonntags und solange Lockdown ist, gibt es auch noch mittwochs einen Stream. Also wenn ihr mal bei den Reactions live dabei sein wollt, schaut sehr, sehr gerne mal in die Streams rein, meistens so gegen 19, 20 Uhr. Würde ich mich freuen, wenn man sich da mal sieht. Aber wir schauen jetzt mal das Video Anleitung, warum so viel Rauch im Hukain Litlab vom Nico. Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leute, warum so viel Rauch? Diese Frage bekomme ich immer noch öfters gestellt in meinen Livestreams. Deswegen willkommen zu einer neuen Folge, warum so viel Rauch? Heute in dem neuen Hukain Litlab Kopf in der Farbe Cool Water, den ich euch gleichzeitig... So ein schöner Colorway. Ich zeige euch heute, wie ich diesen Kopf baue, wie wir das Ganze dazu bekommen, dass es raucht, wie ich sehe euch nicht mehr. Deswegen Dankeschön nochmal, Dankeschön schon mal fürs Einschalten und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit dem Daumen nach oben oder mit dem anderen. Die eine Million ihr wisst Bescheid und einen guten gleich. Rauch euch und bis gleich. Ah, jetzt bis gleich. Cinematics sind auch echt immer lecker. Dieser Colorway, Digga, es sieht aus wie ein Meer, auf dem noch die Schaumkronen der Wellen sind. So sieht dieser Colorway aus. Also Cool Wave, auch der perfekte Name für diesen Kopf. So, Leute, willkommen zurück und zwar heute mit Streaming-Kulisse. Ich dachte mir, das kommt vielleicht mal ein bisschen sympathischer rüber, weil sonst bin ich das immer nur gewohnt, mit der Kamera alleine zu reden. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler, weil die Streaming-Kulisse kenne ich. Hier, auch nicht wundern, haben wir eine bisschen bessere Mikrofonqualität. Deswegen, ich bin es noch, ich bin der gleiche. Ich habe nicht eine andere Stimme bekommen. Ich habe hier jetzt ein besseres Mikrofon als das, sehr leise. Wenn ich mit meiner normalen Kamera aufnehme. Ansonsten auch nicht wundern, pinke Kopfhörer. Das hat die Community damals entschieden, als wir im Mediamarkt standen. Die sind aber mittlerweile schon legendär im Stream auf No-Homo-Basis. Und ich würde sagen, wir lassen mal ein bisschen Musik abspielen im Hintergrund, das vielleicht nicht ganz so langweilig für euch ist. Heute, wie gesagt, soll es um den Hukain gehen. Lass mal gucken, ob der Autofokus an ist. Autofokus ist an. Hukain Litlab oder Klitlab. Kabi? Klitlab? Der Kopf, wie ich finde, natürlich also vom Design her, ist der Kopf eindeutig eine 1+. Safe. Ja, schau mal hier, Funnelkopf. Unglaublich schön. Die Farbgebungen sind einfach extrem sexy. Litlab ist perfekt ausgelegt für Smokeboxen, für HMDs, heißt der Kalaut oder andere Smokeboxen. Ich benutze natürlich wie immer meine verranzte Smokebox hier mittlerweile von Amy und die passt hier perfekt. Alter, sieht die schon Krise von unten aus, ey, holy shit. Weil ihr habt hier extra so einen offenen Rand, der nicht glasiert ist, wo dann sozusagen euer HMD schön hängen bleibt und euch nicht wegrutscht. Ja, Leute, warum so viel Rauch? Jetzt fragen immer noch in den Streams so viele Leute, Nico, wieso raucht es bei dir? Wie, ich sehe euch nicht mehr. Und ich persönlich präferiere halt einfach immer einen Einlochkopf. Ich sage immer, einfach viel Tabak rein, viel Kohlen hernehmen. Aber ich führe es euch gerne nochmal vor. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, besonders jetzt auch noch mit dem neuen Hukain Litlab Kopf. Ich habe, glaube ich, für den Kopf insgesamt 22,90 € gezahlt. Irgendwie sowas mit Versand, schlag mich tot. 3 bis 5 €, ich glaube, ich war am Ende so bei 28 € für den Kopf. Das geht einwandfrei fit. Und für den Kopf, jetzt für den Kopfbau, ich grab hier einfach ein bisschen in der Dose rum. Ja. Und dann einfach, weil die Leute mir sagen, Nico, machst du den flockig rein, drückst du den Tabak an. Einfach so, wie ich den jetzt in der Hand habe, ja. So wie ich den in der Hand habe, zack, kommt der einfach auf den Kopf drauf. Meistens fällt mir dann noch ein bisschen Tabak daneben. Aber das ist nicht so schlimm. Und dann, wenn ich sehe, okay, bam, bam, verteile ich den einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen verteilen und dann war es das auch schon. Ich drücke den weder an, noch tue ich den extra irgendwie locker da rein, sondern einfach so, wie er in der Hand liegt. Gell? Wenn er da mal ein bisschen absteht, dann tupfe ich den leicht an, damit überall circa gleich viel drin ist. Und damit später unsere HMD, unsere Smokebox, unser Aufsatz direkt auf dem Tabak aufliegt.
weil ich bin ja ein Fan vom Overpacking. Das heißt, Overpacking ist, wenn der Tabak über den Rand hinaussteht und im Vollkontakt mit eurer Alufolie oder dann mit eurer Smokebox ist. Und wenn das Ganze dann fertig ist, also ganz ehrlich, ich gucke da auch nicht drauf, ob da irgendwelche Löcher verschlossen sind an der Seite und dass der Tabak da alles luftdicht macht. Das muss für mich einfach optisch gut, halbwegs gut ausschauen von der Tabakmenge her. Denn das ganz Schlimme ist, wenn ihr euch an Overpacking gewöhnt habt, dann könnt ihr... Dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Das ist tatsächlich so. Also wer dann einmal mit einer Smokebox in Kontakt geraucht hat und sich daran gewöhnt hat, ja, dann ist Kamin und sowas, das ist, nee, das bringt dann einfach nichts mehr. Das andere nicht mehr rauchen, das andere Setup. So, jetzt so ungefähr gleich, überall gleich viel verteilt. Lass mich noch schnell meine Hände abputzen. Und dann hat das hier Ganze heute ein bisschen Streaming-Flair. Ja, außer dass ihr jetzt sozusagen nichts live reinschreiben könnt und mit mir kommunizieren könnt, aber ihr könnt mir ja gerne einen Kommentar da lassen, wenn euch das Video gefallen hat oder falls ihr noch Fragen haben solltet. Leutings, ich erzähle euch heute natürlich wieder nur aus meiner Perspektive, wie ich meinen Kopf baue, damit er so raucht, denn ihr fragt mich immer, warum es so raucht, wie bei mir es raucht. Ja? Wir werden es auch heute mal testen, Licht an, Licht aus, ob es an den Lichtverhältnissen liegt, dies, das, pipapo. Aber ganz wichtig, baut euren Kopf so, dass er euch schmeckt, ja. Das heißt, wenn es euch so nicht schmeckt, wenn es euch so nicht schmeckt mit so viel Tabak. Ganz wichtiger Punkt, Leute. Ihr müsst einfach ausprobieren, wie es euch schmeckt. Und wenn ihr einen Kopfbau gefunden habt, der euch taugt, dann ist das gut. So, und wenn es im KS-Apo mit Kamin ist und du sagst, das schmeckt dir so am besten, dann ist das okay. So, wer bin ich denn dann zu sagen, nein, das schmeckt dir so nicht gut? Ich kann für mich sagen... Digga, Rauch im Kamin, für mich ist Funnel mit Smokebox 1000-mal geiler, aber jedem das Seine, Leute. Wenn es dir so schmeckt, wie du rauchst, dann ist alles gut. Ja, auch wenn es ein Kamin ist und ich vielleicht sage, Kamin ist scheiße, dann ist das nur meine persönliche Meinung. Es muss nicht heißen, dass nicht irgendjemand auch im Kamin rauchen kann und ihm das schmeckt und ihm das so taugt. Ich für meinen Teil sage aber, Smokebox mit einem guten Funnel, safe, 1000-mal geiler. Aber es ist Personal Preference, Leute. Wenn es euch nicht schmeckt mit 4 Kohlen, dann nehmt keine 4 Kohlen her. Nehmt nicht so viel Tabak her. Nehmt so viel Tabak her, dass es euch schmeckt. Nehmt so viel Kohlen her, dass euch der Kopf schmeckt, weil das ist das Wichtigste. Und dafür einfach ein bisschen rumexperimentieren. Mal mehr Tabak hernehmen, mit einer Kohle mehr, mit einer Kohle weniger. Mal weniger Tabak hernehmen, Kohle mehr, Kohle weniger. Und irgendwann kommt ihr da bestimmt auf einen Nenner und findet für euch den perfekten Kopfbau. Jetzt aber. Sage ich auch immer, ne? Also einfach ausprobieren. Baut man mit mehr Tabak, baut man mit weniger Tabak, baut man fluffiger, baut man angepresster, nehmt man eine Kohle mehr, nehmt eine Kohle weniger, probiert mal eine auf Kipp. Keine auf Kipp, probiert euch einfach aus, Leute. Und dann werdet ihr nach ein paar Köpfen schon merken, wie es genau euch schmeckt. Und das ist das Wichtige. Aber nochmal hier zu einer schönen Nahaufnahme von dem Kopfbau, wie ich ihn jetzt gebaut habe, damit ihr das seht. Von der Seite sieht das... Also mir würden sich bei dem Kopfbau die Nackenhaare aufstellen. Mir wäre das zu viel Tabak. Ich würde ihn auch niemals mit 4 Kohlen rauchen. Ich rauche auch gerade meinen Kopf mit 2 Kohlen. Rauch reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. Ich bin mit meiner Rauchentwicklung zufrieden. Ich bin mit dem Geschmack sehr zufrieden, so wie es gerade ist. Heißt aber nicht, dass der Nico nicht so bauen soll. Wenn er für sich entschieden hat, das schmeckt ihm so am besten, dann ist das so. Ja, dann kann auch jemand sagen, der das nachgemacht hat, das schmeckt verbrannt und das schmeckt nach dem oder das ist kacke oder du hast keine Ahnung. Leute, wenn es ihm so schmeckt, dann lasst ihn doch so rauchen. Das Ganze steht circa, ich weiß nicht, was ist das, ein halber Zentimeter, steht das Ganze über den Kopf, ist vielleicht leicht angetupft. Wie gesagt, ich achte da nicht so drauf. An der Seite sind bestimmt noch viele Luftlöcher frei. Hier ist mir sogar ein bisschen Tabak reingeflutscht in das Funnelloch, aber das ist gar nicht schlimm. Später wird der Tabak sich komprimieren, die Smokebox wird runtergehen und dann gucken wir mal, was wir da machen. Ob wir einen Durchzug haben oder nicht, falls wir keinen Durchzug haben, Smokebox kurz hochheben, ein bisschen drehen, wieder runterlegen und gucken, dass wir einen Durchzug hinbekommen. Das mache ich auch immer, ne? Wenn es jetzt hängt und der Durchzug kacke ist, dann nehmt ihr euch eure Zange, geht da kurz unten drunter, hebt die kurz an, da hängt ein bisschen was dran, ihr dreht einen, keine Ahnung, kleines Stückchen und setzt die Smokebox wieder drauf und dann sollte der Durchzug wieder besser werden. Ne, dann bilden sich da neue Luftschlitze und dann habt ihr wieder ein bisschen besseren Durchzug. Wie gesagt, Köpfchen ist gebaut, ich weiß nicht, Hukain sagt, in den Kopf passen so 15 bis 18 Gramm Tabak rein. Ich glaube, bei mir sind es jetzt eher so 25 Gramm geworden, schätze ich mal, ich bin mir gar nicht sicher. Ich wiege das auch ehrlich gar nicht ab. Also mir ist es wurscht so, ich achte da gar nicht mehr drauf. Also
Persönlich würde ich auch nicht abwiegen, weil es mir wichtig ist, dass ich, keine Ahnung, 22 Gramm statt 25 Gramm verbrauche. Aber ich mache das tatsächlich in letzter Zeit immer häufiger, dass ich es abwiege, damit ich euch sagen kann, wie viel Tabak ich reingepackt habe. Weißt, wisst ihr? Das ist so der Punkt, warum ich das mache. Und rauchen werden wir das Ganze heute in unserer Wukadrom, in der schönen Pfeife hier. Genau, damit ihr Bescheid wisst. Den Kopf natürlich müsst ihr auch nicht mit Smokebox rauchen. Ihr könnt den Kopf natürlich auch mit Alufolie rauchen, nur ich persönlich, ich finde es halt einfach so entspannt, ja. Wenn, jetzt habe ich den Tabak da noch aus dem Pfannenloch geholt, wenn du einfach hier zack, Smokebox draufsetzt, sieht das Ganze noch so aus. Fucking mother of overpack. Holy shit. Das wird später komprimieren, also es wird sich komprimieren. Und dann wird die Smokebox nach unten sinken. Und dann wird das fein sein, gell? Und so mag ich das am liebsten zu rauchen. Deckel von der Smokebox lasse ich immer weg. Da kommen drei Kohlen rein, die vierte oben drauf. Und dann würde ich mal behaupten, sagen... Übrigens, machen wir kurz die Kohlen an. Wir sehen uns gleich wieder, sobald die Kohlen an sind. In 3, 2, 1. So, dann schaut man mal meinen Private Chat hier, mein Privatflugzeug aus. Oh. Denn Leute, ich habe eine Turbine mit Booster. Und da sind die Kohlen eigentlich immer relativ schnell an. Trotzdem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es schon dunkler geworden ist und unser Ringlicht mehr zum Vorschein kommt und mein Gesicht anders von der Farbgebung aussieht. I don't know. Kohlen sind fertig. Leute, hier nochmal, genau. Köpfchen haben wir ja gerade in Augenschein genommen. Und hier kommen jetzt 4 Kohlen rein. Pass mal auf, damit ihr das auch seht. Braucht Nico eigentlich erste Durchgänge Kohle. Mit 4 Bam. Kohlen? Also raucht der 4 Kohlen die ganze Zeit oder haut er 3 Kohlen drauf und dann immer irgendwie mit 2 und eine auf Kipp oder so? Zweite Kohle. Bam. Boah, diese Werkbundzange ist auch so nice. Dritte Kohle. Bam. Ah, okay, die dritte passt dann rein. Dann liegen die jetzt hier so drin nebeneinander. Und klar, ist ja die dicke Smokebox von Amy. Die vierte Kohle lege ich jetzt erstmal hier mit oben drauf. Also einfach hier so oben mit drauf. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus, ne? Und das Ganze, das lassen wir jetzt erstmal stehen. Das lassen wir jetzt erstmal so circa für 2-3 Minuten stehen. Bis der Tabak Hitze abbekommt, bis er anfängt zu knistern und bis es so ein bisschen hochköchelt. Danach drehen wir die Kohlen noch einmal um, weil die dann von unten ausgegangen sind. Denn die Smokebox muss ja erst warm werden und da geht dann meistens die Kohle von unten aus. Deswegen einmal einfach um 180 Grad drehen und ab geht die Post. So, Köpfchen habe ich jetzt schon dahinter gestellt. Ich habe im Internet gesehen, dass viele Leute, ich glaube, ihr habt es mir auch in den Livestream reingeschrieben, ob der genauso gut ist wie der Oblaco und dies und das. Weil ich weiß nicht, wann haben wir den Oblaco vorgestellt? Ich glaube, vor 3 Jahren oder so haben wir den mal vorgestellt. Ist ja immer so, Leute, Funnel ist Funnel. Euch muss er optisch gefallen, so. Ob es jetzt ein Einlochkopf ist, der sich Oblaco nennt, oder ob es ein Einlochkopf ist, jetzt wie der, entscheidet euch doch nach der Optik her. Ich weiß nicht, also die Also Nico hat schon recht, die meisten guten Funnel sind sehr nah beieinander, sodass man fast sagen kann, nimm den, den du am schönsten findest, der am besten zu deiner Pfeife passt. Ich finde schon, dass es kleine Unterschiede gibt, ne? So gerade in der Depotgröße und so gefällt mir zum Beispiel der Oblaco ein kleines bisschen besser als der Litlip. Funktionieren beide gut. Safe. Die laufen alle super gut. Ob jetzt da das Loch ein bisschen größer ist oder kleiner ist, guys. Glaubt mir, ihr werdet genauso viel Spaß haben. Der hier ist jetzt sogar limitiert, ja? Von Hukain. Das heißt, jede Farbe ist limitiert und wenn diese Farbe aus ist, soll er anscheinend in einer anderen Farbe wieder rauskommen. Deswegen, ich habe mir jetzt den Cool Water gezogen, den ich optisch echt sehr, sehr fresh finde. Und jetzt lass mal gucken. Seht ihr schon hinten langsam, wie der Rauch aufsteigt, wie wir den Klappstuhl ausfahren? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich glaube, ja, man sieht es ganz dezent hier so auf der Höhe. Wie das Köpfchen auf jeden Fall schon mal langsam anfängt, heiß zu werden. Deswegen, lass nicht lang fackeln. Wir gehen jetzt her. Kann man auch machen, ne? Man sieht immer, die Unterseite geht leicht aus, kann man einmal drehen, dann verhindert man das so ein bisschen, dann ist die Smokebox schon auf Temperatur, dann sollten die auch nicht mehr ausgehen. Aber es ist auch ganz normal, dass die unten ein bisschen dunkler sind als oben. Gehen wir mal nach links unten. Das würde ich tatsächlich versuchen zu vermeiden,
dass die Kohle hier so reinfällt, dann könnten nämlich immer kleine Stücke von der Kohle abbrechen, auf den Tabak fallen und dann kann das an der Stelle mal kurz ein bisschen verbrennen, wirklich verbrennen und das schmeckt dann sehr, sehr ekelhaft beim ersten Zug. Und drehen da die Kohlen nochmal, gell? So, alle Kohlen einmal umgedreht, easy. Easy, vielleicht sieht man es hier auch noch. Vielleicht kann ich euch jetzt nochmal zeigen, dass sie ein bisschen ausgegangen ist. Seht ihr das, wie schwarz ja. Die hier oben geworden ist? Deswegen drehe ich die Kohle dann gerne noch einmal um. Nicht, dass sie mir komplett ausgeht. Und was ich dann am Anfang, jetzt sieht man es, das raucht. Was ich am Anfang sehr gern mache, bevor ich dann den ersten Zug nehme, ist einfach nochmal hier die Box hochzuheben. Vorher schon mal drehen, okay. Kurz einmal zu drehen. Oh, Scheiße. Tabak kurz mal anpusten, kurz einmal drehen und wieder niederlassen. Ja. Da habe ich meistens direkt am Anfang dann gleich einen guten Durchzug. Und muss dann nicht immer rumspielen. Ne? Jetzt lass mal gucken. Nicht, dass die Kohle gleich runterfliegt. Und dann... Ja. Wenn ihr übrigens wartet, bis das Köpfchen warm wird, das heißt, wenn ihr die 2-3 Minuten wartet, die Kohlen dann nochmal einmal umdreht, dann müsst ihr nie wieder anrauchen. Weil dann einfach schon der Tabak genug Hitze abbekommen hat. Ihr nehmt den ersten Zug und nach dem ersten Zug raucht schon, wie ich sehe euch nicht mehr. Mal gucken, ob das Ganze klappt. Wir nehmen jetzt den ersten Zug zusammen von der Pfeife. Das ist ja absolut geil. Ja, also wenn man die Smokebox ein bisschen stehen lässt und dann den ersten Zug nimmt, dann ist die schon 99% am Start. Ist das crank, guys. Es raucht schon wieder, wie ich sie auch nicht mehr. Wie gesagt, was ich jetzt natürlich noch merke, ist, ich habe keinen perfekten Durchzug, so wie ich ja, mir das vorstelle. Klar, Digga. Wenn die Smokebox da komplett drauf sitzt, dann ist der Durchzug halt auch erstmal RIP. Ne? Da musst du noch ein paar Mal drehen und so. Und dann sollte das irgendwann besser werden, aber am Anfang ist der Durchzug da komplett RIP. Nehmt ihr einfach die Kohlenzange, hebt es kurz mal hoch, dreht die Box, lasst sie wieder runter. Dann ziehen wir nochmal, gucken, ob da was geht. Und dann ist der Durchzug auch wieder nice. Aber und krank. Das Ganze raucht echt wie Hulle. Kopf, optisch, wie schon gesagt, 1+. Ich habe gelesen auf der Hukain-Seite, die benutzen 2 Steinclays zum Verarbeiten mit dem, von dem Kopf. Und darüber kommt noch die Glasur. Clay heißt auf Englisch Lehm oder Ton. Ist es jetzt ein Stein-Tonkopf? Ist es nur ein Tonkopf? Ist es ein Stein-Tonkopf? I don't know, vielleicht kennt sich da einer aus, vielleicht kann das jemand mal kommentieren. So gut kenne ich mich da auch nicht aus. Ich habe ihn mir einfach nur bestellt, weil es ein Einlochkopf. Benutzen die bei Bengala nicht hier diesen Ton- und Vulkanstein? Ton-Vulkanstein-Gemisch-Dings-Bums? Ich liebe Einlochköpfe und er sieht einfach aus. Ja, so, sehr, sehr an die Leute, die das erstmal Overpacking rauchen, damit so viel Rauch rauskommt, kann es natürlich sein, dass es für euch ein unangenehmes Gefühl im Hals ist, dass es kratzt safe. Oder dass ihr denkt, ihr müsst husten. Das ist nur Gewohnheitsgeschichte. Raucht einfach öfters im Overpacking und ihr gewöhnt euch dran. Glaubt mir, ihr könnt euch auch langsam dran gewöhnen. Ne? Ihr müsst nicht mit so einem Overpack starten. Ihr könnt auch erstmal ein bisschen Overpack bauen und euch dann weiter rantasten und immer mehr Kontakt und immer mehr Tabak und dann kommt man da so langsam ran. Aber du musst nicht direkt so komplett übertreiben. Wenn ihr einmal im Overpacking raucht und euch dran gewöhnt habt, ihr gebt mehr Tabak aus, Geld für Tabak aus, ihr benutzt mehr Tabak, aber ihr wollt darauf nicht mehr verzichten. Denn wenn ihr dann mal wieder einen Kopf raucht, der nicht im Overpacking gebaut wurde, dann ja, ist es irgendwie alles zu lasch, gell? So, ihr Lieben, dann testen wir doch mal die Lichtverhältnisse. Wir schalten jetzt mal hier das Licht aus, mein Ringlicht. Boom. Boah, jetzt wird es ein bisschen dunkel. So ein Ringlicht. Man muss aber trotzdem sagen, auch wenn er das Licht von vorne jetzt ausgemacht hat, es ist eigentlich immer besser, Rauch von hinten zu beleuchten. Und hinter Nico ist praktisch eine riesige, natürliche Softbox, weil das Licht der Sonne durch die Wolken diffus gemacht, kommt ja schon von hinten durch dieses riesige Fenster. Das heißt, eigentlich müsste er es nochmal zeigen, sodass er nicht von hinten noch Licht hat, weil das so trotzdem krass aussehen wird. Also, nichtsdestotrotz, das wird mit Sicherheit eine brachiale Rauchentwicklung sein, ne? Nicht falsch verstehen. Man sieht natürlich, der Rauch ist nicht mehr ganz so dicht. Der ist nicht mehr so weiß, gell? Ohne Licht.
So kommt es mir auf jeden Fall vor. Ich habe mich jetzt mal zurückgelehnt, damit ihr den Rauch besser sehen könnt. Jetzt schalten wir das Licht nochmal an, das Ringlicht, auf einer niedrigen Stufe. Wir sind gerade auf 3%. Auf 3%. Übrigens, das neue Ringlicht ist top. Und der Rauch ist schon ein bisschen dichter geworden, ne? Dichter. Ja, moin. Ergänzt nicht. Dann gibt es natürlich noch die Over. Die Overhyped, die Overkill-Variante. Und zwar geben wir dem Ganzen jetzt eine Beleuchtung von hinten. Ja, da kann man ein bisschen rumexperimentieren, kann man ein bisschen rumspielen mit dem Licht. Und jetzt wird das Ganze so rauchen, wie ich sehe gar nichts mehr. Guck mal, ja. Leute, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Ja, dann ist halt, das ist dann halt Endlevel, ne? Leute, das ist eigentlich das Geheimnis, dass es raucht, wie ich sehe, nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Viel Tabak, viel Hitze und dann viel Licht und dann eine gute Kamera, dann eskaliert das Ganze. Also, auf jeden Fall nice Anleitung von Nico. Ich hätte eher gesagt, also ich meine, klar, ich weiß, warum es Sinn macht für ihn, warum so viel Rauch, weil das genau halt so die Leute fragen. Aber im Grunde könnte man sagen, how to overpack oder how to krankes Overpack mit Nico. Aber sehr nice Video auf jeden Fall.